Alter. Hat er nicht abgezogen, habt ihr gesehen, ne? Herzlich willkommen, VR Gamer. Zack McFly wieder am Start hier mit Thief Simulator VR. Das Spiel ist schon ein Weilchen raus, vor allem als Flat-Version und die VR-Version war jetzt auch lange in dem Early Access. Unser DeLorean hat auch schon ein Video dazu gemacht. Und ja, mittlerweile ist die Vollversion draußen oder erscheint jetzt. Und deshalb schauen wir einfach nochmal rein. Ich muss dazu leider sagen, ich habe die Early Access nicht gezockt. Ich weiß jetzt nicht, was dann besser ist. Aber ich kenne die normale Version und eventuell fallen mir dann ein paar Sachen auf. Und das Tutorial müsste ich eben schon gemacht haben. Qualität sehr hoch, da müsste das alles noch passen. Spielen. Hey, it's me, Vinny. Pick up that crowbar and listen up. We got a lot of ground to cover. Alles klar, so. Unser Ziel ist natürlich klar, wir wollen bei DeLorean einbrechen, ne? Wir werden jetzt erstmal unser Team ausrauben. Und Vinny hilft uns dabei. They're generous men, but they're all about reciprocity, if you get what I mean. Was hat denn DeLorean mit Pietro Lombardi zu tun? Das verstehe ich jetzt aber auch nicht. So, okay, ich kann hier die Bretter aufbrechen. Ich glaube, der DeLorean ist jetzt nicht so krass. Ah, einfach grob. Ich glaube, der ist jetzt nicht so krass geschützt. Da können wir einfach irgendwie rein. Oh, 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 da ist deine Freundin. Oh. Ich hoffe, man sieht mich noch. Ich hocke nämlich. schleiche dich ans Fenster, um zu kriechen. Ja. Warum soll ich denn da hin? Ach, ich muss gar nicht in dieses Haus. Meide das Licht. Hey, some dope left a flashlight on the ground. Take it, but don't let nobody see the light and call the cops. Okay, ich weiß immer noch nicht, wo ich jetzt genau rein muss. In dieses Haus? DeLorean, wohnst du hier? Hä, hab ich nicht... Die Tasche befallen lassen? Alles klar. So, wir sind wieder zurück und die Taschenlampe ist an. Und jetzt habe ich sie auch am Kopf und kann sie an- und ausschalten. So, Geschichte. Geschichte, Fensteröffnung. Okay. Eine spannende Geschichte wird das hier. Indem wir ein Fenster öffnen. Fensterbank greifen, um zu betreten. Das habe ich ja eben probiert und jetzt klappt's. Good job. Time to redistribute a little wealth. Kann ich nicht auch einfach pennen? Einfach beim DeLorean ins Bett legen. Wo hat er denn sein Streamingzimmer hier? Der teure Schuhe? Oh. Ich weiß es nicht. Schuhe können schon was wert sein, ne? Kann ich die Schuhe nicht da? Warte. Nutzloser Gegenstand. Okay, die Schuhe sind scheinbar nichts wert. Da ist ja auch was markiert. Hallo?
Hallo? DeLorean? Ne, der ist nicht da. Stiehl ein paar Sachen. Ja klar, Kohle, zack. Ein Toaster, nice, zack. Das ist doch Dreck, oder? Es ist Dreck. Aber diese Pfanne ist was wert. Und kann ich auch diesen Ofen nehmen? Und ich kann den Ofen anmachen. Get in the car. Don't let nobody see you with that crowbar. Oh, das kann nicht, das ist gefährlich. Das ist doch gefährlich. Ich krieg's nicht mehr aus, ich krieg's nicht mehr aus, das wird mir zu heikel. Befestige Brecheisen an deinem Gürtel und geh nach draußen zu deinem Auto. Okay, alles klar. Wir sind raus, wir sind raus. Oh Gott, hoffentlich fackelt das Ding jetzt nicht ab, ne? War jetzt nicht die schlauste Idee. War jetzt nicht die schlauste Idee von mir. Was ist denn das? Ein Paket? Für mich? Ach, da ist mein ganzes Zeug. Sitz, sich schnell zentrieren. Das war der hier, ne? Ja, okay. Starte den Motor, ja. Ja, ja, ja. Und drive. Und los. Darf aber nicht zu auffällig sein, ne? Relativ normal. Mach mal so. Hi, Nachbarn. Alles gut? Ja, 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 ja. Verlassen den Tatort. Alles gut. Ich fahre ganz normal. Ich habe jedenfalls nichts markiert. Ich war falsch, oder? Dann muss ich ja wegfahren. Wir fahren ein Rennen. Ist das ungefähr für ein Rennen? Wow! Ich fahre im Kreis, oder? Das Navi zeigt aber jetzt auch nicht wirklich was an. Ah, hier ist doch unsere Linie. Zusammenfassung. Ich habe eine Taschenlampe. Die bringt mir 0 XP, aber ich habe Licht. Der Toaster 10 XP, Pfanne 10 XP. C? Das war doch perfekt von mir. Good job, man. This just might work. Go get some sleep and we'll pick this up in the morning. Okay, dann legen wir uns jetzt erstmal schlafen. Ich bin noch extremst müde. Ja, aber nee, bis morgen früh, ne? Machen wir mal 8. Check the computer. There's a few things I need to tell you. Das war aber ein kurzer Schlaf. Check den Computer. Du kannst dich schlafen, ja, das habe ich gemerkt. Check den Computer. Computer, hi. Elektronikstufe 1 Werkstatt. Okay, und die Werkstatt ist markiert. 1 und 1 zusammengerechnet, heißt das, ich muss an die Werkstatt. Sollte ich da reingucken können? Gut, Achtung, Stufe 2. Mein Rucksack ist jetzt ein Kühlschrank? Ach, check in den Computer da hinten. Ja, das ist ja auch ein Laptop. Das ist ja gar kein Computer. Ah, okay, das ist nur ein Monitor. Greife die Maus. Okay. Tools ah. For thieves let you buy new kit online. But you might not have what it takes to use them all. Click on Steal Your Forum. Here you can buy secrets. Hot tips on what's where, who's guarding it, who leaves the door unlocked, whatever. Check out what I wrote on Greenview 109. Was hast du denn über 109 geschrieben? Sicherheitstipp. Ach so, ich muss verkaufen. Kostet alles nichts. Right. Okay. Go to your car. Es ist einfach, den beschädigten Zaun hinter dem Haus kaputt zu machen. Ja, der alte Fernseher ist ein bisschen was wert. Ersatzschlüssel in der Schublade. Das Haus steht die ganze Zeit leer. Okay, wer wohnt denn da? Und jetzt? Danke.
109. Ist das unser nächster Auftrag? Kann man sich hier noch annehmen? Okay, vielleicht noch 111. Hat ein einfaches Schloss. Damit kann ich noch wieder einstellen. Ja gut, das ist praktisch. Das ist praktisch. Habe ich eine neue Aufgabe? Ach, jetzt sehe ich das auch hier. Jawohl, okay. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich muss in mein Auto. Muss ich das nicht erstmal verkaufen? You looted the pawn shop first. You'll need empty pockets at Greenview 109. Ich sag ja, ein bisschen kenne ich das Spiel schon. Und Funhaus. So, dann verkaufen wir erstmal das Zeug vom DeLorean. Guten Tag, Mr. Pawn. Welcome back. Ich habe aber auch noch eine Pfanne, ne? It's time for Greenview 109. Get me that TV and don't pawn it off. Die Pfanne brauche ich, glaube ich, selber. Na gut, okay, dann würde ich sagen, DeLorean, der ist eine arme Socke. Der hat nicht so viel. Dann schauen wir doch mal beim DNC rein, weil da weiß ich auf jeden Fall, der hat sich jetzt ein krasses Setup für Star Wars Squadrons gekauft. Das klauen wir jetzt! Wow, 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 wow! Okay. Lädt, läuft, kann ich fahren? Ganz kurz. 109. Was ist denn hier gerade los? 109 und 111. Wir haben uns hier festgefahren, wenn das Spiel so hakt. Das ist doch viel zu schön hier. Aber ich habe ja gesagt, der hat Kohle, ne, der DNC. 106, 105. Das geht, ist das verabsteigend jetzt, oder? 101. Entschuldigung, ich suche das Haus 109. Entschuldigung. Wow, 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 was ist denn los auf einmal? Die noble Gegend, die macht meinen Scheiß kaputt hier. Kann ich aussteigen? Okay, da muss ich jetzt einfach mal probieren, ob ich vielleicht die Grafik einfach mal auf hoch stelle. Und vielleicht ist es dann besser die Aufnahme. Am Fernseher sieht's, am Monitor sieht's okay aus. Würde ich jetzt mal schätzen, okay. Alles klar, okay. Umso nobler die Gegend, umso geringer die Grafik. Ich sollte mal die Tür zu machen, ne? Wow, du bist ein Geist. Habe ich Phasmophobie angemacht? Spiele ich das falsche Spiel? Ich weiß es nicht. 102, 103, 8 da hinten. Schöner Tag heute, oder? Was war denn da? Hier noch voll schön und da unten super schäbig. Boah, nee, warte mal, das ist ja voll weit zu laufen. Alles klar, mit dem Auto sind wir auf jeden Fall schneller da, würde ich sagen. Aber wir nehmen die Abkürzung, ne? Reparaturkosten? $1. Mein Auto wurde eben an einem ungewünschten Ort abgestellt. Das ist neben der Einfahrt. Ja, ist doch chillig, oder? Kann ja gar keiner was sagen. Ach, deshalb haben die Leute nicht mit mir geredet. Ich hab das Fenster offen. Ja, alles gut.
Okay, Moment, Moment, Moment. Wer war verlassen? Die 109. Okay. Ja, wir müssen uns eigentlich um nichts Sorgen machen. Gehen wir mal schön durch das Badezimmer rein. Meine Hand! Geil. Okay. Da ist ein Schlüssel. Ich verstehe nicht, die manchmal gehen die so auf, manchmal gehen die so auf. Alles klar, okay, den Schlüssel haben wir uns schon mal gekrallt. Ach so. Ach, den muss ich jetzt auch noch tragen. Boah, das ist ja voll die Arbeit. Ich glaube, das war heißt aufgeschlossen. Ja. So. Die Leute denken eh, dass ich jetzt hier wohne, weil das ja eh auch die ganze Zeit leer steht, das Haus. Ist das jetzt auch gar nicht auffällig, behaupte ich jetzt mal. Soll ich da hinten rausgehen? Was für ein Quatsch. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Den Topf nimmt er? Okay. Dieses Brett, wenn das von WMF ist, dann ist das was wert. Kriege ich bestimmt noch 30 Euro für. Na gut. Ketchup? Aber Pfanne. Pfanne hat er eben gefeiert. Ja. Tassen mag er nicht so. Und das ist noch eine Pfanne. Sehr gut. Okay. Aber. Warum will mich das Spiel jetzt hinten rausführen, wenn ich doch den Schlüssel gefunden habe? Das ist doch Quatsch. Aha, die machen ein bisschen der Money. So. Alles klar, ich glaube, der Dienst hat auch nicht mehr. Das heißt. Gott, Alter. Hat er nicht abgezogen, habt ihr gesehen, ne? Ja, können wir abhauen, würde ich sagen. Wobei, die 111. Ich weiß, was das heißt, aber ich kann es nicht lesen. Irgendwie kann man daran erkennen, wann die Leute da sind, wann nicht. Muss ich mal ausprobieren. So, ganz easy. Ah, Fernseher rein. Und zu. So, ist das die 111? Was ist denn hier los? Ah, das ist die 111. Ich habe 222 gelesen. Ja, weil ich die Grafik auch nicht mehr sehr hoch habe, sondern auf hoch. Kann ich nichts mehr erkennen sofort. Oh, das ist ja praktisch. Oh, da hinten ist einer. Noch einer? Unbekannt, unbekannt, unbekannt. Alles klar. Also ich habe eine Person gesehen. Kann ich auch einfach nur drüber gucken? Ich kann damit gar nichts machen. Habe ich hier angefangen? Kann das sein?
Okay, ich muss jetzt erstmal wieder schleichen. Mal kurz gucken, wo die sind. Was machen die denn da? Oh. Hab ich jetzt Infos? Okay, in der Küche. Ja, die Wohnung ist nicht so groß, es ist alles die Küche. Oh Gott, das Hocken. Ah, jetzt sehe ich die, jetzt sehe ich die. Ich glaube, das Spiel will auch gar nicht, dass ich es versuche. Aber ist doch nur das Bier weg. Sehr gut. Warum hat er mir das denn dann gegeben? Was macht der? Sind die besoffen? Ich glaube, die sind besoffen. Komm, wir probieren es einfach. Schlossknacken Stufe 1. Dietrich. Okay, ich hab's doch verstanden. Wir können hier noch nicht rein. Oh nein. Oh nein. Wir kommen hier nicht mehr raus. Oh Gott, ich wurde gesehen. Wir müssen abhauen. Die Polizei ist schon auf dem Weg. Das ging ja schnell. Oh Gott, die Polizei. Die Polizei. Ich bin doch gar nicht eingebrochen. Wie komme ich hier wieder raus? Die werden sehen, dass er besoffen ist, oder? Das wird ja immer mehr. Oh Gott, ich muss mich verteidigen. Was ist los? Ich wurde gehört. Wo ist mein Auto? Scheiße! Gib mir die Brechstange! Oh Gott, ist das die Polizei? Ist das die Polizei? Es wird dunkel, was passiert? Durch die Wand? Hat er ein Wallhack an?